Ich glaube, der hat nicht mitbekommen, dass wir ein Problem haben. Wir können aber auch eigentlich hier unten jetzt rein, ne? Brauchen wir nicht oben rumlatschen. Eieieiei. So, jetzt müssen die noch eigentlich hier... Ja. So, einen haben wir nur verloren. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir nochmal so einen Fernkämpfer hier rein. Das konnten wir ja nicht. Wir konnten nicht noch mehr, ne? Ich glaube, da waren wir am Limit, genau. So, da könnten wir noch einen. Und wir können ein bisschen verbessern, obwohl ich eher Talia ein bisschen verbessern möchte. Wisst ihr was? Wir wissen immer noch nicht mit den Goblins, wie wir da diese Rüstung da, diesen Omaten da herstellen. So, warte mal. Da können wir jetzt hier erstmal wegmachen. So, wegmachen. Das Buch können wir ja irgendwo anders hinlegen. Obwohl, das können wir auch. Eine Kreatur. Ich glaube, wir müssen das irgendwo anwenden. Kann das sein? Aber haben wir das nicht schon mal irgendjemand an den Kopf geschmissen? Da. Nimmt keiner. Hallo, komm mal her, du. Hallo. Na komm. Aua. Siehst du, das versteht er. Und jetzt tragen die. Ich wollte den da gerade hinschmeißen. Habt ihr meinen Plan denn nicht mitbekommen, Leute? Ihr müsst auch mal meinem Gesabbel ab und zu zuhören. Hier, ich habe keine Ahnung. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ach je. So. So, alle Mann da drauf. Wir sollten echt vielleicht die Zauber mal eventuell überlegen zu machen. Sind alle so ein bisschen mitgenommen. Wieso haben wir denn hier eigentlich keinen Mana? Ich kratze mal hier so ein bisschen Mana überall zusammen. Irgendwie haben wir hier... Doch, da ist noch ein bisschen was. So. Da ist auch noch ein bisschen Gold. Meine Goldadern haben wir ja noch. Hier liegt noch... Hä, wieso liegt jetzt... Wieso liegt hier ein Buch? Weiß keiner so genau, ne? Schmeiß das mal da rein. Und das Geld schmeiße ich auch mal hier rein. Ist denn hier noch eine Schatzkammer oder was? Ja, da ist noch Schatzkammer. Okay. Habe ich nicht gesehen. Reißen wir ab. Reißen wir nicht ab. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, ne? Jetzt reißen wir das ab. Zahltag. Speichern. Speichern. Wisst ihr was? Ich halte mich mal da raus. Die machen das schon. Entschuldigung. Hatte ihn noch an Hofen. Hatte. Mein Gott. Ich sollte heute aufhören zu quatschen, Leute. Irgendwie. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. Verknotet sich meine Zunge beim Reden heute. So. Schmeiß mal rein. Ich habe da eine Diamantader gesehen. Dann haben wir keine Probleme mehr mit Geld. Das fände ich sehr schön. Irgendwie hakt das Spiel auch gerade. Ich hoffe, das sieht man nicht zu sehr in der Aufnahme. Bei mir ruckelt es unwahrscheinlich. So,
So, hier schön alles. Es waren wieder einmal mehrere Essenstransporte nach Burgers End schon unterwegs. Natürlich würden diese niemals und gar nie nicht ihr Ziel erreichen. Hier bauen wir mal eine riesige Schatzkammer. Wieso ruckelt das denn jetzt so? Weiß auch nicht. Spiel ist überfordert. Mit meiner Spielweise. So. Jetzt haben wir hier eine riesige Schatzkammer. Und wir müssen ja jetzt... Der heilt da den im Dungeon-Herz auch nicht. So, wir müssen aber jetzt eigentlich die Transporte mal wieder... Das Böse wird siegen! Genau das. Die Transporte aufhalten. Hier lassen wir aber noch ein paar Leutchen drin. Vielleicht ein paar mehr Leutchen diesmal. Obwohl, dann schaffen wir es draußen wieder nicht. Also, wie man es macht, ist verkehrt. So. Ach nee, ich wollte den Zombie hier lassen. So. So, das passt schon. So, die haben wir noch an der Hand. Die Kalia dunkle verbessern. Macht erfüllt mich. Horde verbessern und ich würde auch gern die noch, aber da haben wir noch kein Geld für. Okay. So, Essen. Wo kommen sie her? Da oben und da unten. Wir können ja nicht an allen Enden gleichzeitig sein. Zeit, den Müll rauszubringen. So, hier kommt ein Essenswagen her. Die treffen sich eigentlich alle hier. Aber ich glaube, es wäre falsch, hier einfach drauf zu... Moment. Drauf zu warten. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch rote Knubbel gesehen auf der Karte. Aber in allen Richtungen. Einmal da und auch hier unten. Und die wollen den Eingang, ne? Schade. Oh, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Die Armeen des zerstörungswütigen Bösen hatten einen der Transporte vernichtet. Haben sie. So, dann gehen wir mal hier unten hin. Da müssten die beiden sich treffen. Hoffen wir es mal. Wo sind sie denn? Sind wir auf der falschen Seite? Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite. Oh. Das war jetzt nicht verkehrt mit den Steinen. Die Armeen des zerstörungswütigen Bösen hatten einen der Transporte vernichtet. So, und hier unten sind noch andere. Oha. Die sind echt ganz schön stark. Wo ist denn der andere Karren jetzt? Der muss doch hierher kommen. Also der muss auf jeden Fall hierher kommen. Wir müssen auch irgendwann mal die ganzen Orte hier einnehmen. Zahltag. Wir gehen dem mal ein bisschen entgegen. Wenn ich den Pfeilen auf der Karte trauen kann, müssen die ja hier irgendwie herkommen.
Ah. Da können sie auch herkommen. Schön. Ernsthaft jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Die wollen mich echt verarschen. Und die wollten da über den Zaun springen. So, wo ist jetzt der Karren? Zur Not mache ich euch jetzt hier alle platt. Müssen wir ja sowieso. Oben kommen auch schon wieder welche. Kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Wir machen jetzt einfach das, was uns im Weg liegt, platt. Talia. Talia. Glaube ich doch nicht. Die am meisten gelevelt ist, ne? Ich würde echt interessieren, wo der andere Karren abgeblieben ist. Der muss doch hier irgendwo sein. Helden wollen eine eurer Bösartigkeitsinseln angreifen. Super prächtig. Ich möchte den Karren. Was ist denn mit dem Karren? Ich wollte hier gar nicht so sinnlos groß rumlaufen. Gut, dann machen wir jetzt erst das. Dann muss halt ein Karren rein. Wenn ich ihn nicht finde, dann, ja. Kann ich ihn auch nicht kaputt machen. Machen wir erstmal alles andere, was wir finden. Ist ja auch ein ganz schöner Plan. Und dann leveln wir sie auch noch ein bisschen auf. Und dann ist schon alles. Schon wieder das Stadttor. Sag mal, du realisierst schon, dass du alle diese Transporte aufhalten sollst. Ja, es hat nämlich nicht den Anschein, dass dir das bewusst ist. Hast du das nicht mitgekriegt, dass wir es versucht haben? Eine eurer Bösartigkeitsinseln wird angegriffen. Mist, wo? Da oben. Ah, da müssen wir jetzt auch wieder hin, oder was? Ja, da sind sie zu langsam. Eine eurer Bösartigkeitsinseln wurde eingenommen. Wir gehen hier quer. Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr wahnsinnig? Ihr könnt doch nicht mitten durch die Stadt gehen. Ich glaube, betagt. Darfst du nicht alleine rennen lassen. Die sind zu blöd, um einmal Wasser umfallen zu lassen. Wir holen uns die gleich zurück. Wir sind jetzt ja erstmal hier unten, dann machen wir erstmal das hier alles fertig. Man macht das Haus jetzt hier kaputt. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Mhm. So, die werden da kämpfen. Jetzt gucken wir mal einmal in den Dungeon. Das sieht immer sehr, sehr, sehr knapp aus hier. Aber ich glaube, es funktioniert. Wir müssen die echt noch ein bisschen stärker machen hier. Die Dämonen können wir endlich mal stärker machen. So. Obwohl hier gar kein Dämon bei ist. Das sind natürlich auch vom Nachteil. So, aber ich glaube, die schaffen das. Was macht ihr? Ihr seid fertig. Sehr gut. Dann könnt ihr da kurz stehen bleiben. Wir gucken hier nochmal. Aber das sieht auch relativ easy aus. Okay. So, was müssen wir jetzt hier noch machen? Unten haben wir alles, soweit ich das sehen kann. So, dann gehen wir doch wieder zurück zu dieser einen Bösartigkeitsinsel und holen uns die wieder. Oh, hinter uns, hinter uns.
Moment. Oh, hier sind noch Türmchen. Könnt ihr die eventuell kaputt machen? Kannst du da vorbeilaufen? Aber das Dorf war doch schon zerstört. Okay. Naja, wie dem auch sei, das haben wir auch. Was ist eigentlich hier oben? Hier zeigt es mir auch nochmal so eine Sperre an, aber... Es ist Zahltag. Irgendwie... Naja, gut. Nicht, dass sie wieder hier durchlaufen. Jetzt habe ich da einfach so hingeklickt. Aber sie laufen richtig, alles gut. Man muss auf die immer aufpassen. Das ist wie die Lemminge. Wenn man die kurz außer Augen lässt, machen die, was sie wollen. Und nie das, was sie sollen. So, aber dann haben wir den letzten Punkt hier auch eingenommen. Dann gehört uns ja quasi die ganze Insel. Rein theoretisch dürften doch dann auch keine Transporte mehr, hier durchkommen, oder? Oder doch? Steht, dass in einer Minute kommt der nächste. Und mich würde mal interessieren, was kann man hier noch irgendwas umfallen lassen? Weil hier noch so eine Art Brücke eingezeichnet ist auf der Karte. Ich sehe aber so spontan nichts. Hier die Stadt hatten wir doch schon. Das ist ja alles unser. Hier liegt auch nichts mehr. Keine Ahnung. Nur noch das hier ist geblieben. So, es waren wieder einmal mehrere Essenstransporte nach Burgers End unterwegs. Natürlich würden diese niemals und gar nie nicht ihr Ziel erreichen. Ja, wir machen die ja jetzt sofort platt, aber ich sehe noch nicht so ganz, welchen Nachteil wir haben, wenn wir es nicht schaffen. Weil wir haben ja schon ein, zwei durchlaufen lassen. So wie ich das sehe, müssen wir am Ende doch die Stadt platt machen. Ein Transport nach Burgers End ging spontan in Flammen auf. Naja, eigentlich, weil die Kreaturen des grandiosen Bösen ihn angezündet hatten. Ja. Das war ja auch Aufgabe, ne? So, jetzt können wir den noch anzünden. Alles vernichtende Böse hatte einen der Transporte nach Burgers End zerstört. So, und den sehen wir tatsächlich hier nicht auf der Karte. Nur wo er langlaufen soll. Können wir hier irgendwo rum? Hier unten. Hier unten. Diese Umwege immer. Hier müssten wir ihn eigentlich abfangen können dann. Kommt, mach mal hinne. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, Gold haben wir ohne Ende. Böshaftigkeit sammeln wir.